Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Let's Play World of Tanks mit Hayashi bei Hayashi. Heute mit dem Panther 2, dem Nachfolger des meiner Meinung nach meistgehassten Panzers, den Panther, der auch sofort verkauft wurde. Und zum Panther 2 wurde, der auch schon voll ausgebaut ist. Spiele sei Dank. Ja, was kann man zu diesem Fahrzeug sagen? Es ist ein Panther 1 mit einer besseren Wannenpanzerung, einem besseren Turm. Also ich habe jetzt der Schmalturm des Panthers habe ich zum Beispiel nicht gespielt. Also den normalen Grundturm benutzt. Also der ist hier besser. Er kann auch eine bessere Kanone tragen. Wir haben 1500 Strukturpunkte, also 150 mehr als der normale Panther. Wiegen auch viel mehr. Haben den gleichen Motor drin, aber der ist diesmal hier ein bisschen flotter. 55 Stundenkilometer fahren wir, haben 36 Grad Wendegeschwindigkeit, 100 Wanne, 60-40, also an den Seiten. Turm ist 120, 60-60. Wir haben hier die 8,8 cm Kampfwagenkanone, 43 Kaliberlänge, 71 verbaut, die also in dem Tiger 1, Tiger 2, VKB, E75, E50 und die ganzen Konsorten drin ist, also die lange 8,8 Kanone. Wir machen maximal 300 Schaden, gut Durchschlag, hohe Feuerrate, also mit, hab hier eine Lüftung drin und Ansetzer, wir sind bei 6,16 Sekunden. Turmdrehgeschwindigkeit ist gut, er kann auch gut weit sehen, also er ist nicht so blind und funken kann er auch ganz gut. Was ist noch zu sagen? Wir haben 31 AP. 14 Gold, also APCR, also Kleinkaliber, Hartkerngeschosse und 15 HE mit und dieses ganze Grundzeug. Sonst ist nichts drin. Und jetzt kommt das Gameplay dazu. Ich kann schon sagen, der Panther 2 ist eine ganz andere Welt als Panther 1 zu fahren. Nur das große Problem. Oh, an. Eigentlich wollte ich anmerken, dass oft in Tier 10 Battles oder Tier 9 Battles kommen. Aber hier ein reines. Also wo man jetzt Top Tier 8 ist. Mit auch noch viel Kleinkram dazu. Das finde ich gut. Diesen Panzer kann man auch gut zum Sidestrapen benutzen, da er noch Schottpanzer an den Seiten hat, die nicht als Schadensfläche gelten. HE geht sowieso nicht so viel durch. Heat geht gar nicht, weil Seite Heat geht einfach nicht. Ist Schottpanzerung. Sieht man ja auch hier ganz deutlich hier hervor. So, wir sind unser Panther. Fahren wir hin. Sniperpanzer. Okay, wir fahren auf die andere Seite. Panther ist auch recht schnell, muss ich sagen. Und. Ja, die bleiben stören. Aber sonst. Da ist ja noch genug anderes Zeug, aber die andere Seite wird gerusht. Das ist schlecht. Dann fahren wir da runter. Hebt uns 35 Euro. Ob ich ankomme, weiß ich nicht. Schaden wird aber ausgeteilt. Ja, wechseln wir zu A44, irgendwas anderes getroffen, aber auf jeden Fall nicht. A44.
AV5. Das kommt unbedingt hin. Alle woanders. Alter, ich treffe ja nichts hier. Das war ein richtig gutes Gefecht, fand ich. Eines der besten, die ich hier mit dem Panzer jetzt hatte. Und ja, sofort erste Klasse, bam! 3.314 Verfahrung, 54.000 Credits brutto natürlich. Wir sind an erster Stelle unseres Teams, haben am meisten, wir haben nicht am meisten Schaden gemacht, aber nicht schlimm. Dafür haben wir am meisten Erfahrung generiert.
haben 26.000 plus gemacht, weil ich auch dreimal Gold geschossen habe. Und das lief doch mal richtig hervorragend. Und da hängen wir auch gleich noch mal eins dran. Los, Panther! Mit dem normalen Panther hätte ich das nicht gekriegt. Ehrenberg, Stufe 10. Gut. Stufe 10 Gefecht. Müssen wir super vorsichtig sein. Nur ich in dem Fall. Die gucke ich hier leider nur zu. Eigentlich ist alles gefährlich, bis auf T34 kann man die Unterwände schießen, Tiger 2 geht noch, Indienpanzer geht, T44 geht auch und T49 ist das Schlimmste, was mir so persönlich auf T8 kommen kann. Aber gut. Ja, wir sind hier unten und los geht's! Ja, wir fahren aber auf die andere Seite. Der Panther fährt. Fährt. Da ist T49 schon. Nein, wir können ihn nicht treffen. Ja, wann soll ich einen 160 fahren? Das ist schon gut geworden. Kommt an der Tür. Der ist wieder zugegangen. Der schnell ab. Oh, aber auch ab. Ich weiß, was da kommt. Genau, M103 ist dringbar. Ja, genau. 50B, Magazinpanzer, 10 Schaden. Würde ich sagen, das ist doch nicht mehr ganz was gemacht, so groß für Leute. Ich mache das nicht stehen. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Turm drehen. Aber sei vorsichtig damit. Gut, wir sind tot. M103 hat mich abgeschafft. Soll er ruhig mich abgeschafft. Trotzdem knapp 1000 Schaden gemacht. Lief doch ganz gut, fand ich. Der Panther 2 ist auch ein Panzer, der gut ist. Ja, der ist wirklich gut. Kann ich auch nur jedem ins Herz legen, wenn man schon Medium fährt, dass man den mal ausprobieren sollte. In dieser Zeit wird noch der Löwe vorgestellt. Und der Jagdklotz, also der noch nicht voll entwickelte Jagdtiger. So ein Embryo-Stadium ist der hier. Hat weniger Motorleistung, dreht weniger, hat ein schlechtes Funkgerät, hat eine schlechtere Kanone. Obwohl, schlecht ist die Kanone nicht. Ist einfach nur anders. Einfach noch nicht ausgewachsen, wenn man mal vergleicht, dass der normale Jagdtiger erstmal auf Stufe 9 ist und gleich den Nachschub ab. Hallo? Was soll das? Ah, gut gemacht. Oh, der hat auch 700 PS. Okay, wusste ich gar nicht. Aber der hat ein besseres Funkgerät. Dreht schneller. Und hat natürlich die 12-8er Packs. Die ja beide gigantisch gut sind. Außerdem kann man mit dem auch weiterkommen zum Jagdpanzer E100. Nur mal so, zur Info. Das kann man mit dem Kasten nicht. Nein, ich kann nicht weiter.
Ja, ist ja auch klar. Ja. Ja. Also, ich muss sagen, im Groben und Ganzen war diese Episode zweimal Panther gespielt, ein gutes und ein weniger gutes Gefecht gemacht. Ich hoffe, es hat Ihnen mal wieder gefallen, werte Zuschauer, und verabschiede mich jetzt hiermit bei Ihnen. Tschüss.